Hey, hier ist René von iPhone News Blog. Heute zeige ich euch, wie ihr Siri auf iOS 6, auf einem iPhone 4, auf einem iPhone 3GS oder auf einem iPod Touch 4G installiert. Dazu brauchen wir natürlich einen Jailbreak. Wie ihr iOS 6 jailbreaken könnt, seht ihr hier in meinem Video rechts. Einfach draufklicken zum Anschauen. Ja, wir gehen auf Cydia und adden eine neue Quelle, und zwar die Quelle repo.siriport.ru, und gehen auf Quelle hinzufügen. Nun wird die Quelle hinzugefügt und wir sehen neue Pakete aus dieser Quelle und sehen dort das eine Paket Siriport Original iOS 6. Dieses Paket installieren wir. Die Installation dieses Pakets des Siris wird ungefähr 3 Minuten dauern. Es ist eine sehr lange Installation. Ganze 115 MB werden heruntergeladen. Dann gehen wir auf Einstellungen und sehen hier Siriport.ru Original. Dort gehen wir drauf und gehen auf Install Certificate. Ja, nun werden wir zu einer Webseite weitergeleitet und wir klicken hier auf Install Certificate. Hier auf der Webseite sieht man auch den Status des Servers. Hier steht Siri Server Status Online. Das ist schon mal sehr gut. Das Zertifikat wird jetzt geöffnet und wir sehen hier einen Menüpunkt Siri.ru Original iOS 6 nicht vertrauenswürdig. Das kommt, da Apple diesem Server nicht vertraut, aber wir vertrauen ihm und können auf Installieren klicken. Danach nochmal auf Installieren und dann auf Fertig. Nun müssen wir unser iPhone neu starten und nach dem Neustart sollte Siri gehen. Da wir einen Terror-Jailbreak haben, müssen wir über Red Snow Just booten, da es noch keinen Unterror-Jailbreak gibt. Falls es euch interessiert, wann es einen Unterror-Jailbreak gibt, dann abonniert mich doch. Ich werde sofort ein Video machen, wie ihr Unterror-Jailbreaken könnt, wenn der Jailbreak released ist. Ja, nun können wir Siri etwas fragen. Hallo? Dann antwortet Siri auch. Ich habe hier leider nur Bilder, da ich noch keinen Display aufnehmen kann. Und wir können ihn auch fragen, wie geht es dir? Und alles mögliche andere. Wie ist das Wetter in Berlin? Ihr kennt ja Siri bestimmt. Siri antwortet sehr gut und sicher. Der Server ist momentan sehr gut erreichbar. Ich hoffe, dass es nicht überlastet wird, da sonst Schwierigkeiten auftreten können mit der Verbindung. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Und wenn ihr mehr von mir haben wollt, abonniert doch meinen Kanal. Hier habe ich auch noch 2 interessante Videos für euch vorbereitet. Und zwar einmal Quick Emoji Smileys in die iPhone-Tastatur integrieren. Oder ein anderes Video, die 3D-Karten von dem iPhone 5 auf das iPhone 4, auf das iPhone 3GS oder auf den iPod Touch installieren. Dass wir die 3D-Karten vom iPhone 5 auf unserem A4-Device haben. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.